Hallihallo, willkommen zurück zu ESO. Weiter geht's. Ja, ich bin jetzt hier zur Zuflucht gegangen in Auridon Fulkelwacht. Da Fulkelwacht in Auridon ist hier unten. Da. Da muss ich wahrscheinlich hin. Gehen wir mal da rein. Mit dem Propheten sprechen, dann machen wir es doch mal. The Prophet. Ich höre bekannte Schritte. Komm, willkommen trotz meiner Blindheit. In der Tat, gewissermaßen. Kommt in meinen Verstand, Entseelte, und geht mit. Aber das habe ich ja schon gemacht, alles. Nein, haben wir doch schon alles gemacht gehabt. Nochmal? Folgt mir, Entseelte, und erfahrt von den Ereignissen, die dieser Krise voraus. Haben wir das jetzt nicht schon mal gemacht? Meine Geschichte begann, als ich auf den Stufen der Abtei der Nottenpriester ohne Erinnerung an mein voriges Leben erwachte. Die Mottenpriester haben mich bemitleidet und in ihren Schoß aufgenommen. Ich war schwach und dem Tode nahe. Dort habe ich das erste Mal die Schriftrollen der Alten gesehen und mein Leben ihrer Erforschung verschwunden. Können wir ja von Skype mehr. Die Schriftrollen erlaubten es mir, das Gewebe der Wirklichkeit zu sehen. Aber jeder tiefere Einblick hat meine Sehkraft geschwächt und mich blind dem Licht der Welt gegenüber werden lassen. So, ja, und jetzt? Die Prophezeiung, ich weiß nur, die fünf Gefährte vom Partwort. Aquilar. Ihr habt schon. Erste Gefährtin, Lyris Titanenkind, Tochter der Riesen, war die mächtigste Kriegerin im Dienste des Kaisers. Dann Abnur Tan, ein mächtiger Zauberer und Großkanzler des kaiserlichen Ältestenrats. Der Schwertmeister der Rotwardonen, Sais Sahar, Anführer der kaiserlichen Drachenwache. Der Kaiser Varen Aquilarius, der versuchte, die Drachenfeuer zu entfachen und daran scheiterte. Und schließlich Manni Marco, der Verräter, der König der Würmer, ein mächtiger Nekromant und euer Scharfrichter. Dies waren die fünf Gefährten, ja, die sich von einem Mal gehen. Jeder der fünf Gefährten wurde wegen seines Mutes. Die Tarns sind eine Manni Marco, der Verräter. Das müssen wir alles normal machen hier. Ich weiß es nicht mehr so genau. Schon ein paar Jahre her. Also zuletzt, glaube ich, war es vor 5-6 Jahren, wie ich den Weg gespielt hätte. Da ist sie, die Feuerschale des Drachenfeuers. Manni Marco, seid ihr sicher, dass das funktioniert? Es wird funktionieren, mein Lehnsherr. Das Amulett der Könige wird die Drachenfeuer neu entfachen und für euren rechtmäßigen Platz als Kaiser sorgen. Ich gebe euch mein Wort. Es sollte besser funktionieren, Manni Marco, oder euer Nacken wird mit meiner Axt Bekanntschaft machen. Mein Herr, würdet ihr eurem Halbriesenhaustier bitte einen Maulkorb anlegen? Sie nervt. Genug, ihr beide! Wir sind hier, um den rechtmäßigen Anspruch meines Herrn auf den Rubinthron zu sichern. Abnur, beginnt mit dem Ritual. Ich muss ein Schicksal erfüllen. Beim Licht der Drachenfeuer beanspruche ich meine rechtmäßige Abstammung. Bei den Feuern der Erschaffung lasst mich neugeboren werden. Beim Willen Akatoshs nenne ich mich Drachenblut. Varen Aquilarius, ihr seid kein Erbe Alessias. Ihr werdet für euren Frevel zahlen. Der Schleier zwischen Tamriel und dem Reich des Vergessens reißt und trennt sich auf. Was ist los? Der Himmel öffnet sich. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ah! Das sollte nicht geschehen. Was bedeutet das? Manni Marco,
Was habt ihr getan? Leichtgläubige Narren! Der Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und dieser Welt wurde zerrissen! Ein Meister Molag Bal ist frei und kann Tamriel für sich beanspruchen! Akatosh, vergebt mir! Seid gnädig mit unseren Seelen! Das Ritual zerriss den Schleier zwischen Nirn und dem Reich des Vergessens. Ja, okay. Die Wahrheit. Was wollen wir nochmal machen? Vor langer Zeit stand geschrieben, solange das Amulett der Könige von Alessias Erben getragen wird, wäre Tamriel vor den Mächten aus dem Reich des Vergessens sicher. Aber der Seelenbruch hat den Schleier zwischen den Welten zerrissen und verschaffte Molag Bal die gewünschte Gelegenheit. Molag Bals dunkle Anker durchdringen den zerrissenen Schleier und wollen Nirn in die tiefen Kalthafen ziehen. Diese furchtbaren Werkzeuge der Zerstörung sind überall in Tamriel aufgetaucht. Ja, gehen wir mal den Propheten wieder mal hinterher. Gewalt und Unterwerfung erfolgreich ist, wird er unsere Welt und seine in einer furchtbaren Ebenenverschmelzung zusammenführen. Nur wenige werden diese Tortur überleben. Die Überlebenden werden für alle Ewigkeit. Das haben wir schon verhindert. Und so fällt diese Ebenenverschmelzung haben wir schon verhindert. Und so begann. Und es gibt. Vergebt mir. Es hat mir doch einiges. Ja, also müssen wir wieder rausgehen. Das können wir ja, ne, rein rausspielen. Ich woran ihr jetzt schon mal denkt. So. Schon wieder. Die Zeit ist reif. Ihr findet mich am Strand vor zur Zuflucht. Beeilt euch. Ich meine, das haben wir schon gemacht, oder nicht? Ich will nicht alle Folgen durchgehen. Das ist ein bisschen viel. Machen wir das eben nochmal. Nein, das haben wir schon gemacht. Es ist schön. Sie arm seid vor. Ja, jetzt müssen wir Lyrus, die Titanenkind befreien. Ist nicht so viel, aber ist schon ein bisschen nervig dann. Müssen wir das mal alles machen. Ich werde mein Bestes tun. Geht voran. Und du bist down. So, weiter. Du auch? Ja, du auch. Okay. Und tschüss. Einmal hier hoch. Diese verlorenen Seelen sind sich ihrer Menschlichkeit kaum bewusst. Ihr. Geh du vor, ich geh nach. Ich komm nach. So, und tschüss. So, weiter Gießerei. Müssen wir jetzt hier hin, ne? Genau. Nicht sein. Es sieht aus wie das Zuhause meiner Kindheit in Himmels. Die Gräber meiner Eltern. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Mein Vater war kühl, kalt. Ich denke, er gab mir die Schuld am Tod meiner Mutter.
Mit 16 rannte ich weg, um Söldner zu werden. Ich habe meinen Vater niemals wiedergesehen. Ich hörte, er wurde von einem alten Feind ermordet. Vater? Papa? Bist du es? Blutet, ihr Schwein! Sterbt wie das Monster, das ihr seid! Da müssen der Lyos jetzt erstmal helfen. Das machen wir jetzt natürlich noch fertig. In dieser Folge. Wer seid ihr? Ja, okay. Und so, und da, ja. Ist das wahr, Kind? Du warst immer so kalt. So unnahbar. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Das war meine Schuld. Ich hätte nicht geboren werden sollen. Lyris, schau mich an. Das Blut der Riesen fließt durch meine Adern. Deine Mutter war eine Nord. Ich gab ihr meinen Samen, ohne einen Gedanken an ihre Sicherheit zu verschwenden. Deshalb starb sie. Nicht wegen dir, Kind. Wegen mir. Ich dachte, du gibst mir die Schuld. Du konntest mich nicht einmal anschauen, Papa. Verstehst du es nicht? Wenn ich dich ansah, sah ich ihr Gesicht. Ich liebte sie, Kind. Genau wie dich. Mehr als das Leben. Wir können die Vergangenheit nicht ändern und sollten auch nicht an ihr festhalten. Diese Gefühle dürfen dich nicht verfolgen. Lass sie los. Lass mich los. Ich liebe dich auch, Papa. Schlaf jetzt. Ruhe in Frieden. Er ist fort. Los, verschwinden wir von hier. Gehen wir mal weiter. Dieser Ort ist ein Labyrinth der Hoffnungslosigkeit. Gebaut um das Elend der... Wir müssen natürlich nicht verraten, was jetzt kommt. Wir müssen hier Bettruhen öffnen. Habt ihr alle Teile bekommen? Ja, ich habe sie überall im Lager in den Truhen versteckt. Ich wette, diesmal lässt der Kommandant sie 50 Runden laufen. 50? Hoffen wir, dass diese Bestie ausgepeitscht wird. Also mich die Ausrüstung von der Lyris. Einmal umziehen, bitte. Habt ihr etwas gefunden? Ich kann es. Hervorragend. Ich bin bereit. Ich hätte noch ihre Waffe. Die kriegen wir auch noch gleich. Könnt ihr schon mal raten, was sie für eine Waffe wohl hat, bevorzugt. Wenn ihr es nicht wisst. Könnt ihr mal raten. Machen wir noch alles gleich fertig. Achtet auf eure Schritte. Der Bergbau hat diese Tunnel instabil werden lassen. Bleibst du hier? Rezept Tomatensuppe. Zwei Rezepte schon mal gefunden. Kurz gucken. Die Vorräte waren halt. Die Glyphen muss ich auch. Ja. Ah, die habe ich schon. Tomatensuppe habe ich schon. Maximale Magika. Egal. Tschüss. So, weiter geht's. Ich werde mit der Lyris gerne alles fertig haben. Das wird wahrscheinlich die Folge ein bisschen länger. Wahrscheinlich. Werden wir sehen. Ab nur Tarn, ihr verräterisches Schwein. Ich hätte hier mit euch rechnen sollen. Seid keine Narren, Titanenkind. Euer Hass macht euch mürbe. Krieger sind wie Stahl. Verlieren sie ihre Stärke, verlieren sie ihren Wert. Mir helfen? Ihr habt uns alle betrogen und dann wieder Manimarkos Stiefel geleckt, noch bevor sich der Rauch verzogen hatte. Ich tat, was ich tun musste. Und als Zeichen meiner guten Absichten habe ich ein Geschenk für euch. Aber passt auf, Kalthafen wird es nicht so einfach aufgeben. Ist das Baishors Knochen? Das ist sie. Entseelte, das ist meine Streitaxt. So, die nur kurz platt machen. Klein Klandern. Wird ja auch kein Thema sein. Hat nur wieder viel HP, das war's.
Als nur auf die Idee warst, dann geht's nicht schneller. Lyris Axt. Es ist gut, dass ihr wieder da seid. Dürstet es euch nach dädrischem Blut, alte Freundin? Die Axt, ne? Ja. So, und weiter geht's. So. Ja, wir sollen hier durch, geht aber nicht. Und jetzt? Bleibt zurück. Kein verdammter Haufen Steine wird mich jetzt aufhalten. Okay, so kann man es auch machen. Also mit der Lyris will ich kein Armdrücken machen, da verliert er. So, gehen wir weiter. So viele dädrische Bestien. Wenig Zeit. Wir müssen uns beeilen. So, auch erledigt. Weiter geht's. Und du. Gefährtin habe ich, glaube ich, jetzt hier nicht. Ist auch nicht so wichtig jetzt. Ist nicht schlimm. Kann man auch alles jetzt mit der Lyris schaffen. Gar kein Thema. Könnte ich natürlich holen. Dürfte eigentlich gehen. Bin mir nicht ganz sicher. Probieren wir mal eben kurz. Sammlung, Verbündete, Gefährten, Isabel. Da haben wir sie. Da kommt sie schon. Kann man natürlich auch machen, ne? Ist klar. Wenn man möchte. Gar nicht in dem Bereich. Ach, da ist er. So, weiter. Der Lyris sind wir fast durch. Habt ihr das gehört? Das klang wie... Nein, das doch kann nicht sein. Ist aber so. Mit euch geschehen? Was haben sie euch angetan? Lyris, ich kann euch sehen. Seid ihr wirklich da? Sai, ich bin es. Wir sehen eine Art Traumbild von euch. Wisst ihr, wo ihr seid? Ich weiß es nicht. Sie foltern mich. Sie wollen das Amulett der Könige. Wollen, dass ich ihnen das Versteck verrate. Aber ich habe es nicht getan. Noch nicht. Sai, ihr müsst durchhalten. Wir werden euch finden. Dafür werde ich sorgen. Wir werden euch finden. Irgendwie holen wir euch da raus. Sai! Nein! Bringt ihn zurück, ihr Bastarde! Ja. Das war kein Sai. Weiter geht's. Ist Lyris schon vergeben? Wisst ihr das vielleicht? Obwohl... vergesst es einfach wieder. Wohin geht es als nächstes? Okay. Isabel, du und Lyris? Okay, ja. Sender, schützt uns vor Schaden. Lalalala. So, weiter geht's. Mit Lyris, wie gesagt, machen wir noch fertig. Ist nicht mehr allzu viel. Da habe ich noch ein etwas schwieriger Kampf, das schwer sein kann. Einer. Müsste auch jetzt gleich kommen. Das habe ich nicht gemacht. Er kommt aber später, ja, das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, auch nur viel HP, ist nervig, das ist ja auch schon alles. Nee, das war's schon, komm dann ein später Kampf. Gibt ein Kampf hier im Kalthafen, der ist ein bisschen schwer.
Also kann man leicht sterben. Kann man. Aber das glaube ich dann später. So, haben wir die Lyris schon mal befreit? Wieder einmal. Lyris, Kind, geht es euch gut? Ja, Prophet, mir geht es gut. Die Entseelte hat meinen Verstand von der Kontrolle des Daedra befreit. Den Göttlichen sei Dank. Euer Verlust hätte alles ins Chaos gestürzt. Sie werden mich nicht noch einmal holen. Zumindest nicht lebend. Prophet, Mani Marco hat Saisahan gefangen genommen. Er foltert ihn, um herauszufinden, wo das Amulett der Könige versteckt ist. Wir müssen ihn retten. Prophet. Ja, ich will dich gemacht. Lyris. Dann müssen wir ihn. So. Vielleicht ist es schlicht hoch. Müssen wir wieder raus. Weit genug weggehen. Dann kommen wir wieder hin. Dann geht's weiter. So. Zur Zuflucht. Wir müssen reden. So, gehen wir mal wieder zur Zuflucht. Da geht es dann noch in der nächsten Folge wieder weiter. Aber für heute ist Schluss. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von ESO. Bis dahin, schöne Dö.